Hey ho, liebe Leute, herzlich willkommen. Es geht weiter mit Let's Play Tomb Raider. Da hinten sind unsere Freunde, die haben wir in der letzten Folge wieder getroffen. Und in dieser Folge machen wir uns jetzt auf. So, und versuchen ein Schiffstau zu finden, das wir benutzen können. Portugiesisch. Ah. Über 100 Jahre alt. So. Ja, man sieht, die Geschwindigkeit beim Klettern hat sich wirklich etwas verbessert. Hui! Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was? Tschüss! Du musst nicht mehr festsitzen. Tschüss, Sikowski, mein Freund. So, vergesst allen Ärger. Erstmal eine Fackel anzünden und da das hier. So, Bergungsgut sammeln. Die Kisten kann, wie wir wissen, auch manchmal können auch manchmal Teile für die Waffen sein. Ich hoffe, das hat niemanden aufgesäust. Nee. Sieht gut aus. Hep. Okay. Ich muss da weiterklettern. Und dann hier hoch. Hep. Ja, hier. Auch die allgemeine Klettergeschwindigkeit hat sich verbessert. Eine gute Sache. Da ist er. Genau. Den brauchen wir. Den Anker da. So. Und wie machen wir das Ganze jetzt los? Ach so. Karte aktualisiert. Neuen Ort entdeckt. Ach, hier sind auch die Minen. Reißt das nicht? Nee, da muss ich näher ran. Egal. Das mache ich schon irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich rüber muss. Nein, muss ich wohl eindeutig nicht. So. Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Tschüss. Rest in peace. So. Holen wir uns das Bergungsgut von den beiden. Dann halt nochmal. So. Den Anker. Bis mal den Flaschenzug, an dem der Anker gehalten wird. Oh, verdammt. Kleinen Fehler gemacht. Sie ist aber nicht durch die Wrackteile gerade getötet worden, sondern einfach nur durch das Riff. Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Was? Ach, mach dir deswegen doch keine Sorgen. So, nur wegen irgendwelchen ausbleibenden Funksprüchen braucht ihr euch doch keine Sorgen zu machen. Lasst alle Hoffnung fahren. So, ich hab das hier hoch. Was zum... Ich hab doch nach oben gelenkt. Ach, naja. Egal. Egal. Wir haben genug Versuche. Wer zum Teufel sind das die? Klappt schon. Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich. So. Ich hab so ein Déjà-vu. Oh,
Und wieder mal schalte ich den Typen mit einem Kopfschuss aus. Ich hab schon Déjà-vu. Ich sag es euch. Und ich sammle schon wieder dasselbe Bergungsgut ein. Ich hab schon Déjà-vu. Nur eines wird sich diesmal wohl ändern. Ich bringe nicht zur Seite, sondern nach oben. Ganz wie es auch sein sollte. So. Na, oh Mann! Irgendwie reagiert die Steuerung etwas schlecht. Ich habe definitiv nach oben gelenkt. Und wisst ihr was? Kein Bock. Scheiß auf Déjà-vu. Diesmal machen wir das mal ein bisschen anders. Bist du nicht tot? Geh doch mal Zeit, dass du mal tot gehst. So. Hep. So. Hier nach oben springen. Immerhin habe ich das schneller Klettern Upgrade geholt. Damit dauert es nicht so lange, bis wir wieder an derselben Stelle sind. Da ist er. Genau, den Flossenzug, den wollen wir ja haben. Oh. Ich habe da so eine kleine Vermutung. Der Mast ist etwas gebrechlich. Müssen wir irgendwie mit Feuer arbeiten? Das weiß er nicht. Probier mal. Nein, nicht mit Feuer. Müssen wir nach oben. Weil rüberspringen bringt mir definitiv nichts. Muss ich da hochklettern? Auch wenn ich das jetzt nicht glauben kann. Ah, alles klar, ich muss den Anker runterschießen und dann kommt er schon von ganz selbst. So, das wollten wir halt haben. Den Flossenzug. So. Wenn dieses Kriegsschiff noch intakt wäre, das würde uns so viel weiterhelfen. Wäre so gut für uns. Aua. Ein Kopfschuss mit einem brennenden Pfeil abkriegen. Ich schieße ab jetzt lieber mit der Pistole. Das ist etwas präziser. Alles klar. Es hat geklappt. 100 Punkte für Kopfschusskiller. Wunderbar. Juhu. So. Die bringen mir auch nochmal Munition ein. Wie erwünscht. Und rüber da. Wir müssen zu unseren Freunden zurück. Oh oh. Ich dachte, das wäre jetzt wieder so eine Stelle wie in der letzten, in der vorletzten Folge, wisst ihr noch? Wo wir diese wilde Tour hinter uns gebracht haben und dabei mit Umschalt immer auf ein weiteres, anderes Seil springen mussten. Ich dachte, das ist wieder so etwas. Aber nein. In dem Fall habe ich mich wohl eindeutig geirrt. So, wunderbar. Da ist Jonah. Der schon auf uns wartet. Alles klar. Danke. Was ist? Alex müsste längst zurück sein. Mist. Dr. Whitman! Nicht gut. Jonah! Hilfe! Da ist Whitman.
Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen, Whitman. Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner Stopp, Faust. Stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. Dr. Whitman. Lara, warte. Ui! Nimm den Bogen. Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Ein Requerwebogen? Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah. So, ein Compoundbogen, genau. Ja. Ich kenne mich mit Bögen nicht ganz so gut genug aus. Um sagen zu können, ja, das ist dieser Bogen, das ist dieser Bogen. Alle jene, die sich mit Bögen und mit dem Bogenschießen an sich auskennen, den ich gerade auf den Zips getreten habe, sorry, ich kenne mich nicht so gut mit Bögen aus, als dass ich sofort die Art Bogen erkennen kann. So, was kann ich denn kaufen? Ich kann kaufen geflochtene Sehne 2. Nee, geflochtene Sehne einfach. Ja, Gold Simpson, geflochtene Sehne. Das plus 2 war der Schaden, weil wir haben ja schon verstärkte Wurfarme gekauft. Das erhöht auch schon den Schaden einmal. Und jetzt können wir geflochtene Sehne kaufen, was dafür sorgt, dass der Schaden noch weiter steigt. Und hier? Napalmpfeile. Na wunderbar. Aufgeladene Feuerpfeile setzen beim Einschlag ein großflächiges Feuer frei. Wunderbar. Wir haben noch nicht mal wirklich alles verbraucht. An... Lara, die Endurance liegt auf der anderen Seite dieser Klippen. Alles klar. Wahrscheinlich kannst du den neuen Bogen auf dem Weg gut brauchen. Vielleicht über die Felsen bei dem Dock. Kannst mir vorstellen. Danke, Sona, für den Bogen. Nun gut, Dr. Whitman. Lara, ich hoffe, du verstehst mich. Oben im Palast konnte ich nichts für euch tun. Das sagten sie schon. Also, ja, ich kann jetzt nicht reden. Ich will festhalten, was ich hier sehe. So viel faszinierende Geschichte und Kultur. Ich sehe es, wie sie das festhalten. Sie schreiben in dem Buch, ohne hinzugucken. Er kann blind schreiben. Interessant, also ich kann das nicht. Ich muss immer hingucken, was ich schreibe. Dass er blind schreiben kann, wow. So. Okay, erinnert ihr euch an die eine Tür, die wir nicht aufmachen konnten? Das können wir jetzt nochmal angehen. Wo war das? Da hinten, genau. Juhu! Jetzt müsste das klappen mit dem neuen Bogen. Und? Verdammt, das kann ich noch nicht. Was? Es geht immer noch nicht? Das klappt nicht. Okay, dann kriegen wir also noch was Neues. Warum benutzen wir nicht einfach diesen Panzer hier? Na gut, der ist
hinüber. Der ist verrostet bis zum Gehtnichtmehr. Es wäre ein Wunder, wenn bei einem Abschuss nicht der Panzer eher in die Luft fliegt, als das Ziel. Okay. Wie sagte Sona noch gleich? Bei den Docks? Dann geh's mal dahin. Bonk. Juhu. Was ist das? Da! Verdammt, das kann ich noch nicht. Aber das können wir auch noch nicht öffnen. Verdammt! Egal, wir wissen, dass hier ein Grabeingang ist. War das das Grab? Ja, genau, das war genau dieses Grab. Und das andere ist da hinten scheinbar irgendwo. Also entweder ist es da oder es ist noch wo ganz anders. Ah, ich sehe schon, da ist eine Karte. An diesen Karten hier kann man ungefähr erahnen, wo noch ein Grab sein könnte. Also da hinten irgendwo. Alles klar. Dann werde ich da auf jeden Fall mal hingehen. Schießen Sie auf Seilpfeile und raue Felswände. Ah, alles klar. Ich kann jetzt also auch bei diesen rauen Felswänden einen Pfeil anbringen. So wie hier. Alles klar. Coole Sache. Drücken Sie E. Gut. Gut zu wissen. Okay, Reyes. Ich nähere mich der Endurance. Was genau brauchst du? Alex, da bist du. Alex. Wir waren schon besorgt. Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara? Nein, nein. Ich schaff das. Ich gehe jetzt rein. Aber jetzt Funkstille. Alex, was machst du denn? Alex, mach keine Fehler. Wir können es uns nicht leisten, irgendwen zu verlieren. Zumindest ich habe keine Lust mehr, irgendwelche Verluste hinnehmen zu müssen. Ich sehe mich allgemein hier ein bisschen mal um. Ah! Wie war es nochmal mit den unterschiedlichen Pfeilen? Ich habe vergessen, wie man die Pfeile durchwechselt. Aber das kann ich ja irgendwann wieder nachgucken. Wow, 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 Moment. Nicht so schnell. So. Hier werden wir wieder mal viel Spaß haben, denke ich. Brathähnchen. Ich weiß, das ist kein Hähnchen, sondern eine Möwe. Da gibt's halt Bratmöwe. So. Oh! Angesenkt. Was Juhu. Ist wohl deinem Besitzer zugestoßen? Auf dem Schild ist ein Name. Millie. Millie. Tja, was ist dem Besitzer so gestoßen? Naja. Und runter da. Aufmachen. 2 von 3 Teilen für den neuen Bogen. Ah, hier ist nochmal ein Relikt. Wollen wir mal reingucken. Noch ein Stoff hier? So etwas wurde von Schreibern am chinesischen Kaiserhof benutzt. Eine kleine Gravur deutet darauf hin, dass es Eigentum eines kaiserlichen Botschafters war. Okay. Ich sehe auch dieses nochmal genau hingucken. Bringt auch nochmal ein paar extra LP ein, wie ich es gerade gesehen habe. Gute Sache das. Sieht aus wie ein... Lass mich mal auf die Karte gucken. Das
Da! Da ist ein Grabeingang. Irgendwo da hinten haben wir einen Grabeingang. Ich muss irgendwie darüber kommen. Mal schauen, wie wir das hinbiegen können. Oh. Zunächst einmal muss ich irgendwie wieder nach oben kommen. Ah, hier. Hier rüber. Genau. Und dann hier rüber. Puff. Und dann hier rüber. Und ziehen. Brachte aber nichts. Ich muss da irgendwie rüber. Ich muss da hoch. Alles klar. Und hopp. Ich weiß, die Folge müsste eigentlich zu Ende sein. Aber ich kann nicht anders. Hier soll irgendwo ein weiteres Grab sein. Und ich will auch nicht wissen, wie viel ich schon übersehen habe. Und was haben Sie gesagt? Was ist da oben los? Irgendeine Frau hat alle Gefangenen befreit. Und alle anderen um. Hallo? Hallo? Ich wollte nur mal guten Tag sagen, wisst ihr? So. Klappt nicht. Wo sind die Typen? Ich sehe sie leider nicht. Keine Sprengfässer. Geht's nicht? Ich kann nicht da hoch? Nein. Komisch. Oh. Ich könnte hier hoch. Hep. Ah, ich sehe ihn. Erstmal auf diese Säule. Dann abschießen. Und hab ihn. Da hinten irgendwo muss ein Grab sein. Oder da oben. Oder da oben. Ich weiß es nicht. Egal wo es ist, wir werden es entdecken. Allerdings erst in der nächsten Folge. Mal sehen, es liegt mir ja da. Genau. Jetzt gucke ich. Nee. Jetzt gucke ich ungefähr auf den Eingang. Es ist da irgendwo. Keine Ahnung, wie man da hinkommt, aber wir werden das schon, denke ich, rausfinden. Und zwar das nächste Mal. Also, bis zur nächsten Folge von Let's Play Tomb Raider. Bis dahin. Ciao.